Der aufmerksame Wismarer Taxifahrer Rainer Franke hat eine 83-jährige Rentnerin davor bewahrt, 30.000 Euro an Betrüger zu übergeben. Dafür wurde der Mann am 11. Februar bei der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ausgezeichnet. Am 16. Dezember 2019 hat die Betroffene ein Taxi bestellt, um bei der Bank das Geld in bar abzuheben. Die alte Dame gab an, die gesamte Summe an ihre Nichte übergeben zu wollen, die sie offenbar wohl kaum kannte. Bei Rainer Franke läuteten sofort die Alarmglocken. Auf dem Rückweg versuchte er unermüdlich, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen. Eingeredet auf sie, ne? Ganz doll, ziemlich eingeredet, dass sie, aber sie war nicht, die ältere Dame war störrisch, sie war nicht einsichtig, ne? Die war richtig davon, na, wie soll ich sagen, besessen, das Geld zu übergeben, ne? Also sie alleine hätte ich nicht, wenn die Tochter nicht dazugekommen wäre, hätte ich nicht geschafft, die Tochter war ja anders, die war einsichtig, ne? Die wusste davon auch gar nichts, ne? Die unglaubliche Summe von 1.470.000 Euro floss 2019 in Mecklenburg-Vorpommern auf diese Weise in die Hände von Tätern. In 865 Fällen war es ein klassischer Enkeltrickbetrug, gefolgt von der Legende eines Polizeibeamten oder Staatsanwaltes in 392 Fällen. Platz 3 belegt der sogenannte Gewinnspielbetrug, 370 Fälle. Man sollte mit uns Kontakt aufnehmen und wenn wir einschätzen, es macht Sinn, hier weiter in Kontakt zu bleiben und polizeiliche Maßnahmen zu führen und der Mensch, der uns informiert, ist bereit dazu, dann kann man darüber sprechen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass das eine extreme psychische Belastung ist für einen Menschen, auch mit uns zusammenzuarbeiten, sich mit einem Täter zu treffen und letztendlich so zu tun, als wisse man nicht Bescheid. Deswegen, da muss man mit sich selbst im Klaren kommen, aber der Kontakt zu uns und zu sagen, ich bin angerufen worden, da wollte jemand von mir Geld haben, da hat gesagt, er sei Enkel oder falscher oder ein Polizeibeamter, das ist zumindest der Standard, der passieren sollte. Der zugrunde liegende Fall war einer von 1.882 angezeigten Trickstraftaten zum Nachteil älterer Menschen in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr. In 1.722 Fällen blieb es glücklicherweise nur beim Versuch. So.